Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin's Nell. Ich bin sehr aufgeregt und gespannt, denn ich habe mir eine Desinfektionsbox gekauft. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Ich kannte dieses Prinzip mit UV-Licht schon aus der Laborarbeit und war total begeistert, wollte sowas immer für zu Hause. Und nun habe ich es gefunden bei Amazon um die 11 Euro und habe zugegriffen. Es ist eigentlich ein Two-in-One-Gerät. Zum einen hat es das, was ich wollte, eine UV-Reinigungsbox, Sterilisationsfunktion mit UV-Strahlen. Zum anderen dient es den kabellosen Aufladen. Das brauche ich nicht wirklich. Es ist quasi gleichzeitig eine Keyladestation zum schnellen Aufladen, kompatibel mit iOS und anderen Android-Geräten. Wie gesagt, die Ladefunktion interessiert mich nicht. Der Preis bei 11 Euro war aber so bezaubernd, dass ich dieses Two-in-One-Gerät gekauft habe. Oben in der Ecke steht noch Samsung. Ich glaube, weil es für Samsung-Handys unter anderem gut ist, aber nicht wirklich von der Firma Samsung hergestellt wurde. Du siehst, die Verpackung ist herrlich schön schlicht und erinnert mich total an Apple. Auch so vom Anfassen her, es könnte auch ein Apple-Gerät sein. Ist aber kein Apple-Gerät. So sieht der USB-Kabel aus, den man an das Gerät, also an diese Desinfektionsbox anschließt und zum Beispiel an einen Laptop oder ein anderes Gerät, und dadurch kann die UV-Box dann desinfizieren. Ich zeige dir alles und packe das erstmal mit dir zusammen aus und belade es mit dir und mache den ersten Testrun. Der Hersteller macht einige Aufgaben. Er sagt zum Beispiel, dass das Gerät geprüft wurde und eine hohe keimtötende Wirkung erwiesen werden konnte. Laut Hersteller wurde es getestet von den weltweit führenden Prüf- und Testunternehmen Intertex. Es besitzt SGS-UVC-Licht und tötet effektiv bis zu 99% der schädlichen Keime, Bakterien, Viren und Pilze, einschließlich E. coli, Staphylokokken und Candida albicans. Bitte wundere dich nicht. Ich weiß, es ist nie eine Überraschung drin, aber ich gucke die Verpackung genauestens durch, weil ich immer darauf hoffe, eine Überraschung zu finden und mich dann zu freuen. Das ändert sich, glaube ich, nie, egal wie alt ich werde. Okay, wofür möchte ich das nutzen? Laut Hersteller kann ich damit alles desinfizieren, was in diese Box reinpasst, und der Deckel muss dann geschlossen werden können. Täglichen Gegenstände, wirklich alles, was von der Größe reinpasst, kann rein. Es darf nur nicht leben, also unbelebte Materie, denn dieses hier verwendete UV-Licht zerstört jedes Leben. Es zerstört die DNA und tötet somit den Träger dieser DNA. Also nichts Lebendes reintun, nur unbelebte Materie. Und so sieht es aus, wenn man es anschließt. Jetzt komme ich mal zu den Maßen, damit du weißt, wie groß das alles ist. Kabel hat eine Länge von 75 cm. Die Box von außen gemessen, 13 cm breit, alles circa Angaben, 5 cm hoch und 23 cm lang. So, jetzt messe ich die Box innen aus, damit du weißt, was du reinstecken kannst. Die Länge ist 19,5 cm, 10,5 cm Breite, 3 cm Höhe, alles circa Angaben. Und du siehst, was ich hier alles reinstecke. Alles kleine Alltagsgeräte, die ich wirklich sauber haben möchte. Ich möchte, dass da gar keine Keime dran sind, weil sie zum Beispiel zum Enthaaren benutzt werden. Du kannst auch Rasierer reintun. Alles, was du für die Maniküre, Pediküre benutzt. Stifte, Brillen, Zahnbürsten, Kopfhörer. Bei Kontaktlinsen würde ich an deiner Stelle den Optiker kontaktieren und fragen, ob das okay ist. Ich sterilisiere hier aber auch andere Sachen. Mein Make-up, Lidschatten, Puder, Lippenstifte, Make-up, Pinsel und andere Tools. Was ich hier auch noch reingesteckt habe, war meine Knirschschiene, ein Kamm. Also wirklich alle Gegenstände, die Keime tragen, und ich möchte mich damit nicht infizieren. Und die möchte ich alle abtöten, bevor ich es verwende. Und dann kann ich das dafür benutzen. Und damit ich alle Keime gut abtöte, muss ich darauf achten, dass das hier benutzte UV-Licht den Gegenstand von allen Seiten trifft. Das heißt, ich muss so ein bisschen gucken, wie ich das anbringe und wo ich was hinstelle nach dem Tetris-Prinzip, um den Raum auch optimal zu nutzen. Aber ich darf die Gegenstände zum Beispiel nicht aufeinander aufstapeln, sonst würde bestimmte Fläche nicht mehr sauber gehen. Der Deckel muss richtig verschlossen sein. Und dann drücke ich einfach den Knopf an der Seite. Das grüne Licht leuchtet. Ich habe jetzt 10 Minuten Zeit. Und wenn es fertig ist, zeige ich dir das noch einmal. Dann kommt sein Tidip-Zeichen und das Lämpchen leuchtet nicht mehr. Zudem hat das Gerät eine integrierte Schutzfunktion. Das heißt, sobald es an ist und ich versuche, den Deckel zu öffnen, geht das Licht automatisch aus, damit es mich und meiner Umgebung keinen Schaden zufügt. Das war das Geräusch. Jetzt ist es fertig, Lämpchen leuchtet, ich kann das öffnen und alles herausnehmen, und es ist 99,9% steril. Das heißt, es gibt keine Keimbesiedlung mehr und nichts kann mich mehr infizieren. Die Sachen sind keimfrei, sie sind aber nicht sauber. Das heißt, wenn da Dreck dran war, hätte ich das vorher sauber machen müssen. Es ist kein Reinigungsgerät, es ist ein Sterilisationsgerät. Das heißt, die Gegenstände kommen steril, aber nicht sauber heraus. Ich töte also lebenden Mikroorganismen ab, sogar ihre Ruhestadien, wie zum Beispiel die Sporen. Wie gehe ich nun mal vor? Ich reinige alle Gegenstände auf übliche Art und Weise, lasse sie richtig trocken werden und sterilisiere sie dann in dieser Box. Und so reduziere ich mein Infektionsrisiko, wie zum Beispiel vom Nagelpilz, was mich sehr glücklich macht. Und was sagst du? Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit mir. Danke dir für deinen Besuch und deine Zeit und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.